glaube ich. Ja, wo bist du denn? Oben auf dem Schiff drauf. Was denn für ein Schiff? Na, da wo der... der Kollege war, als wir über diesen Wanderer. Ich habe die Folge erst vorhin benannt. Captain Flint war das, genau. Ich sehe ihn auch, da oben ist er. Bist du da unten? Level 9 ist der Kollege. Ja, ich musste bis da hoch, weil da oben ist er, der. Weil er das Verbrennungsding. Hm. Ich versuche jetzt einfach alle Gegner hinter mir herzulocken, weil. Boah, hier oben nicht irgendwie Schnellreisepunkt? Ich guck mal. Auf jeden Fall eine Waffenkiste. Aha. Naja, der Sniper ist halbwegs das wert. Bist du ganz oben? Naja. Ja, ich sag doch. Hä, wie hast du das gemacht? Na, ich bin hier komplett in die Gruppe gelaufen. So, Captain Flint kommt jetzt auch runter. Wenn er jetzt ein bisschen stehen bleibt, dann hau ich den jetzt mit den Granaten weg. Na gut, die haben ganz viel Schaden gemacht, wie ich erwartet hätte. Noch da. Ach, da! Ja, aber ich glaube, wir müssen. Ich weiß nicht, ob wir von hier irgendwie wegkommen. Dann können wir hier von hier aus wieder Boot fahren. Ach komm, Flint, kipp um. Flint's Zünderbox habe ich gerade gefunden. Ey, ich glaube nicht, dass wir da bis durch können. Du bist noch ein Stück unter mir, oder? Ja, aber hier, ist, hier brennt die Hölle. Ja, da bin ich auch gerade durchgelaufen. So. Und habe alle Gegner ignoriert. Ich würde dir ja helfen, ich habe noch zwei Granaten. Ich spring hier mal runter. Und helf dir mal. Die stehen alle so schön aufeinander. Da bist du noch. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen möchte. Ja, brauchst du nicht. Weißt du, wie viele Etagen. Weißt du, wie viele Etagen dieses Schiff hat? Ich sehe dich. Dreh dich mal nach rechts. Also. Siehst du das? Den Typ mit dem Scharfschützengewehr oder die Frau? Ja. Hm. Das ist doch gar nicht mehr so weit weg hier. Hier ist noch einer, ein Bett erstmal Warder. Ich mal bedenke, wie lange wir früher in diesem Bett erstmal Warder noch rumgeballert haben. Ja. Das ist bloß die große Frage. Wollte ich ja eigentlich gucken, ob wir von hier oben gut wegkommen, weil ich befürchte mich das nicht. Ey, ich brauche irgendwie unbedingt eine neue Waffe. Ja, aber nicht diese beiden hier, sind beide Schrott. Weil wir halt hier im niedrigen Levelgebiet rumlaufen. Zwergen zündeln. Oha. Ach ja. Ist der Satellit da hinten kleiner geworden? Oder ist der jetzt einfach näher dran? Ne? Nee, halt näher dran. Der wäre noch größer. Ach, keine Ahnung. Voller Möglichkeiten. Ach ja. Ja, und also das hast du jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich habe gerade diesen kleinen Zwerg da erst auf so eine Kette gehangen und dann habe ich die Kette nach vorne gefahren, dann habe ich ihn verbrannt, der hat sich ganz doll gefreut und dann war alles gut. Das ist gerade so passiert, während du abwesend warst. Ja toll, wir kommen hier natürlich nicht weg. Kacke! Also alles wieder runter. Geil. Ja, lass vorne runterspringen und dann ist gut. Oder hier steht noch eine. Nee, doch nicht. Weil hier ist kein Schnellreisepunkt. Aber ist hier noch irgendwo einer auf der Karte angemarkert? Natürlich nicht. Aber ich sehe gerade, es gibt hier noch einen anderen Kartenausgang, den ich noch gar nicht so gesehen habe. Ist ja interessant. Weil hier war doch, hier hing nochmal dieses Schiff rum, aber das ist jetzt ja. Das ist ja auch doof gemacht, dass wir hier nicht irgendwie wegschnellreisen können, also. Schade war. Ja, nicht mal sterben würde, irgendwie wegbringen. Wir müssten ja. Oh Gott, das ist so weit. Lächerlich. Oh. Laufe, 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 laufe. Kommen wir da überhaupt runter? Ich bin jetzt hier irgendwo runtergesprungen. Na, das war vielleicht nicht so klug, weil wenn du vorne vom Schiff runterspringst, also bei diesem Drachen, was nicht geht. Doch, es geht. Nee, ja, geht nicht. Das ist ja mies. Ich würde gerne von diesem Schiff hier runter. Aber es ist mir scheinbar nicht vergönnt. Hey, scheiße, ich will sehen, wo wir hier bin. Ja, es hat halt viele Etagen, das Schiff. Das ist. Oh Gott. Oh Mann.
Hier irgendwie hoch? Ne, auch nicht. Hä? Ist alles Sackgasse hier bei mir? Ich meine, da wo ich hier... Hä? Warte mal. Ich bin doch vorhin gerade zu dir runtergekommen. Das muss doch wieder gehen. Das kann doch nicht Warzenschwein. Genau, hier nehme ich runter, dann hier. Dann hier. Also eigentlich reicht es ja, wenn einer von uns bis zum schnelleren System sich durchsteht. Ich versuche jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Genau, jetzt bin ich hier auf dem Gletscher. Dann bin ich zumindest schon mal unten im Dorf. Ich habe wirklich keinen Fallschaden. So, ich bin jetzt unten, also unterm Schiff, wieder. Ich bin jetzt hier woanders. Woanders. Sag mal Bescheid, wenn du einen Schnellreisepunkt findest. Boah, was kann ich denn hier? Die nee, Anzeige. Ich glaube, wir haben irgendwie so einen Reisepunkt übersehen. Anders kann ich mir das nicht erklären hier. So. Lauf doch hin, Mädel. Das war schön an Borderlands 1. Da konnte die Sirene so eine Vorwärtsrennfähigkeit. Die wäre echt nützlich. Also gerade für so eine Reisegeschichte. Warte mal, ich glaube, da vorne ist. Nee, ist. Nee, ist doch mal ein Speicherpunkt. Na toll. Ja, ne? Ich bin jetzt immerhin schon, wo vorhin der Bosskampf war. Hammer. Na, ich weiß, ich komme gut voran. Jetzt springe ich hier runter, mal sehen, wo ich jetzt ankomme. Guck mal, hier hinten ist noch Bullimox, hier war ich noch gar nicht. Ich bin noch eine schwarze Stelle. Ja, bei mir waren auch noch Feinde. Ja, hast du noch Feinde gefunden? Nicht schlecht. Ich bin hier gerade nach rechts abgebogen und habe Level 3 Viecher gefunden. Kann ich rein. Die irgendwie ganz schön viel aushalten. Also relativ. Ich würde eigentlich nur kurz gucken, was hier ist. Naja, das war's für dich. Hallo, wo kommen wir denn hier noch hin? Hast du es mittlerweile vom Schiff runtergeschafft? Ja, unten bin ich schon die ganze Zeit, aber irgendwie woanders. Ah ja. Ah gut, ich hab das... ich hab ein einsames Schiff gefunden, wenn ich das richtig sehe. Ob es hier noch irgendwas gibt, was Schönes? Bezweifle ich ja sehr. Oh, eine Waffenkiste. Irgendwo und nirgendwo. Na gut. Das war nicht so schwierig. Wenn man das früher gewusst hätte, dass hier eine Waffenkiste wäre, wäre das vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Da war ein bisschen Zeug drin, was auf Level 3 oder so super gewesen wäre. Ja. Level 3. Ja, also ich nehme mich jetzt dem Level, der hoffentlich den Schnellreise-Ding. Keine Granaten mehr, ne? Ich werde verfolgt. Mal wieder. Ich werde ja immer verfolgt. Ich kann nicht laufen, wenn ich hier... Voll doof. Ich will laufen, wenn ich im Inventar bin. Würde ich hier deutlich schneller vorankommen. Na. Boah. Also jetzt bin ich auf der großen Eisfläche davor. Du bist ja auch... Ganz weit weg. Ich sehe das schon. Ach, da ist Claptaps Schiff jetzt. Ich hab's gefunden. Super. Das ist nämlich... Oh, ich kann ja ganz schön lange im Wasser schwimmen, bis mein Schild kaputt ist. Das dauert ewig. Ah, ich hab's gefunden, ja. So. Jetzt können wir Boots fahren, wenn ich so richtig sehe. Ja, zum Three Horns Divide kommen wir hier. Ich kann sogar die Reise beginnen. So, jetzt gibst du hier sicherlich irgendwo einen Schnellreisepunkt. Aha. Geil. Ja, Hammer. Schön. Ja, Hammer. Ja, warte mal, hier müssen wir noch. Hier ist doch so. Nee, auch nicht. Was? Lyersburg Ferry? Wait here for Fähre. Flint. Captain Flint. Zwei Fähren. 75 Ladies for free. Yay. Ja, aber ja, also zumindest ist hier irgendwo in der Nähe ein Catch-a-Ride. Damit würden wir... Oh, was ist das denn?
lästig. Immer noch keine Granaten. Ein Medikit. Ich bräuchte noch bessere Waffen, damit ich die mit einem Schuss töten kann. Das wäre gut. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen so meine Schuld, dass wir uns hier so leicht verirrt haben. Aber da vorne ist auf jeden Fall schon mal der Ketchup White. Daneben ist auch ein Automat. Was hast du denn da? Egal, du schaffst das schon. Ich hole dich gleich mit dem Auto ab. Ja, mach mal. Oder? Nee, auch kein Schnellreisepunkt. Ich will eigentlich die ganze Zeit nur so einen dummen Schnellreisepunkt finden. Damit wir hier irgendwie mal... mit dem Schnellreisepunkt zu einer Quest ziehen müssen. So. Ich bin da. So, geh gut. So, los geht's. Ich finde doch mal dieses das bessere Ding. Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre vielleicht doch dieses ich kann besser Auto fahren. Ding ist ganz gar nicht schlecht gewesen, aber ja, naja, was soll's. So. Ja, ich habe alles unter Kontrolle, ist alles gut. Ruhig. 3000. Boah, also das Auto hat jetzt definitiv mehr gekostet. Das hat doch nochmal 1500 nur. Ja, das Level mit uns. Ja, aber ich hab schon viel. Nur zwei Leute. Oder wollen wir den beziehen? So, ist das hier ein. Ja, das ist, glaube ich, so ein Ding. Ja, das ist ein Teleportpunkt. So. Dann mal da. Du bist gerade im Menü. Achso, du willst was kaufen, wa? Alles klar, mach. Oh Mann, ey. Du wirst die Point nennen? Du hast dein Ding gewechselt, oder? Dein Klassenmod. Ja, habe ich. Hm? Der war insgesamt besser. In allen Sachen. Oh. Na, also eigentlich, sowas gibt's auch. So, mal kurz mal sehen, was der Typ jetzt sagt. Wahrscheinlich müssen wir ihn sowieso töten. Das ist schon kommen. Das zieht hier aber ganz schön in Länge, die Quest hier ist, ja. Hallo. Matchsticks ist tief verschlungen im wärmenden Umarmung des Firehawks in der Netz eine göttliche, ewigliche Glückseligkeit. Danke, oder erst eine. Wir werden Matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Oh oh. Das hört sich nicht so gut an. Setze Abbilder in Brand. Abbilder? Sprach von Entflammung? Das könnte übel werden. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die leicht parteiisch dafür ist so. Ein bisschen naiv ist er. Ich weiß nicht. Du hast Großes geleistet. Nee. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Firehawks. Ja. Also zwei Dinger konnte ich schon ziemlich leicht entzünden, ohne mich groß zu bewegen, weil ich die aus der Entfernung anschießen konnte. Aber ja, das dritte Ding sehe ich auch schon, aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr weiter drin. Na komm. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Kehre zurück, damit das Menschenopfer beginnen kann. Okay, das klingt ziemlich übel. Geh zu diesem Entflammungsdingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. Okay. Ah, das ist Flammungsdingsbums. Ach, ist natürlich scheiße, ganz woanders. Ich bin hier nur hinterhergerannt. Ja, ich wusste ja auch nicht, wo das ist. Also da vorne rechts und dann wie ganz gar nicht weit. Kannst du auf der Karte gucken. Und da vorne rechts funktioniert nicht sich. Doch, oder? Was ist denn das? Nee. Aber angeblich wäre hier irgendwo ein Gang, aber wahrscheinlich nur der Rückweg. Mann, ey. Ach ja. Schön sieht eigentlich aus, das Feuer. Da kann man das kaputt schießen, das Abbild? Nö, kann man nicht. Auch wenn es den Punkt hat. Ja, vielleicht gerade nicht mit einer Feuerwaffe. Eine Eiswaffe wäre. Siehst du, Eiswaffen gibt es gar nicht. Noch nicht. Irgendwas springt gerade hinter uns. Ja, doofe Schüsse. So, hier. Feuerwaffen keinen Schaden machen, zumindest meine nicht.
Hat deine Zum schon immer so einen coolen Laser gemacht? Der hat jetzt so ein Genauigkeitsding.